Sulla A1 tra Wankdorf e Schönbühl, nei dintorni di Berna, il traffico è spesso congestionato. È il caso di elaborare un progetto per ampliare questo tratto autostradale? Una decisione che spetta alla politica. Prima di essere discussi e poi messi a voti nelle Camere, simili progetti di legge sono esaminati nelle commissioni tematiche. Vi sono commissioni del Consiglio nazionale e commissioni del Consiglio degli Stati. I partiti vi sono rappresentati in proporzione alla loro forza in Parlamento. Un journaliste m'a demandé une fois, mais au fond, est-ce que une commission, c'est pas l'antichambre du pouvoir? Et j'ai répondu, je crois qu'en fait, la commission, c'est le pouvoir lui-même. Le travail qui apparaît comme le plus important peut-être au sein du Parlement, c'est parce que c'est là où c'est filmé et là où sont les médias. Mais c'est vrai que le travail le plus important, c'est bien sûr l'étude des dossiers et les discussions qui ont lieu au sein des commissions. C'est là où on reçoit en fait les dossiers avant les projets de loi, où on traite les propositions parlementaires. Dal 1991, vi sono per ciascuna Camera 9 commissioni tematiche. Che si occupano dell'esame preliminare di oggetti che toccano tutti i temi politici. Il nostro tema, relativo alle strade nazionali, è trattato dalla Commissione dei Trasporti e delle Telecomunicazioni del Consiglio nazionale. L'essentiel du travail se fait en commission, c'est là que l'on peut négocier, essayer de trouver des compromis, qu'on peut faire valoir une position. Il est très très difficile d'influencer le Conseil national lors des travaux en séance plénière. Nel giro di un anno, le 9 commissioni tematiche esaminano in media 65 oggetti del Consiglio federale. A questi si aggiungono in media quasi 20 progetti elaborati dalle commissioni stesse, sulla base di iniziative parlamentari. Tutti questi progetti sono esaminati sia dalle commissioni del Consiglio nazionale, sia da quelle del Consiglio degli Stati. Le sedute hanno luogo tra le sessioni, sotto la direzione dei presidenti delle commissioni. Die Funktion des Kommissionspräsidenten, dass man übrigens nur auf Zeit hat, man ist jeweils für 2 Jahre für das gewählt und in diesen 2 Jahren plant man eigentlich die Kommissionsarbeiten. Man ist, wenn man so will, Herr über die Traktandenliste. Man kann innerhalb der gesetzlichen Fristen entscheiden, welches Geschäft wann traktandiert wird und man plant natürlich auch den Sitzungsablauf jeder Sitzung sehr genau. Le commissioni del Consiglio nazionale hanno 25 membri. Quelle del Consiglio degli Stati, 13. I membri sono eletti per 4 anni. Le segreterie delle commissioni si compongono di segretari, specialisti amministrativi, collaboratori scientifici e spesso un praticante, e sono responsabili del buon funzionamento delle sedute. In ständiger Absprache mit dem Kommissionspräsidenten planen wir die Arbeiten der Kommission, indem wir jeweils während einer Session eine Planung für das kommende Quartal erstellen. Anhand dieser Quartalsplanung bereiten wir dann zu allen traktandierten Geschäften eine Dokumentation vor, die wir sämtlichen Kommissionsmitgliedern als Vorbereitung einer Kommissionssitzung zustellen. Zu unserer heutigen Sitzung. Zuerst wird über das Eintreten diskutiert und befunden. Da kann eine Kommission auch entscheiden, dass man nicht eintritt, weil man sagt, es gibt gar keinen Handlungsbedarf. Wenn man aber entscheidet, dass man sagt, doch, die Vorlage ist wichtig, dann tritt man ein. Und wenn die Kommission entschieden hat, einzutreten, beginnt man mit der sogenannten Detailberatung. Gerade bei größeren Geschäften, wo es vielleicht auch um neue Gesetze geht, wo es um viel Geld geht oder einfach um wichtige Fragen geht, lädt man auch viele Organisationen, Expertinnen, Experten, Interessensvertretungen aus der Zivilgesellschaft, aus der Wirtschaft ein, die dann mit sogenannten Anhörungen eben auch ihr Wissen, ihre Positionen, ihre Haltungen der Kommission übermitteln.
Heute werden wir eine ganze Reihe von Anhörungen durchführen. Das sind einerseits natürlich die Kantone oder auch die Gemeinden und die Städte, aber natürlich auch Interessensgruppen, wie beispielsweise Straße Schweiz. Das ist sozusagen die Lobbyorganisation der Straße. Und auf der anderen Seite den VCS. Das ist eine Verkehrsorganisation, die eher kritisch gegenüber dem Straßenverkehr eingestellt ist und andere Formen fördern will. Also man wird eine breite Palette haben von Meinungen, von Positionen zur Frage, wie jetzt das Straßennetz der Schweiz weiterentwickelt werden soll. Ich werde im Namen des Bundesrates das Programm zum Ausbau der Nationalstraßen vorstellen. Diese Vorlage ist sehr wichtig, dass die Kapazitätsengpässe beseitigt werden können. Jetzt auf die Kommission, da gibt es ein Eintretensreferat. Man bereitet mögliche Fragen aus der Kommission vor, hat dann aber auch Unterstützung als Bundesrat durch die Verwaltung. Ich weiß das natürlich sehr genau, weil ich früher Kommissionspräsident war, auch auf der anderen Seite. Und der Bundesrat probiert natürlich alles daran zu setzen, gute Argumente für seine Vorlagen, damit er diese auch durchbringt. Die Grundidee unseres parlamentarischen Systems ist, dass man in der Vorberatung der Geschäfte möglichst viel Vertraulichkeit haben, weil das der Moment ist, wo eben die Meinungsbildung stattfindet und auch wo die Kompromisse geschmiedet werden, wo man vielleicht auch mal als Vertreter einer bestimmten Partei bereit ist, von der Parteilinie etwas abzuweichen, um eine Lösung zu finden, die auch für andere geht. Il n'y a pas un débat systématique entre la gauche et la droite. Nous avons des intérêts communs et c'est ce qui rend le travail à la Commission des Transports particulièrement riche et passionnant. Je travaille souvent avec mes deux collègues romands de la Commission. L'une est socialiste, l'autre est verte. Ben souvent, nous sommes d'accord parce que nous défendons ensemble des intérêts de la Suisse occidentale. Bei diesem Geschäft geht es im Wesentlichen um zwei Dinge. Einerseits geht es darum, das Geld zu beschließen für die nächsten Jahre, damit unser bestehendes Nationalstraßennetz unterhalten werden kann. Und der zweite Teil ist das Ausbauprogramm, also welche neuen Straßenabschnitte wo gebaut werden müssen und wie viel das kosten darf. Le projet qui nous est soumis vise à investir au cours des prochaines années 4 milliards en termes d'investissement et 8 milliards pour l'entretien. C'est nécessaire aussi pour des questions de sécurité. Et puis la population suisse croît, donc il faut qu'il y ait suffisamment de routes et que certains embouteillages puissent être évités. Nous sommes d'un avis complètement différent. Nous pensons que face à l'urgence climatique, on le sait, la mobilité reste le principal émetteur de gaz à effet de serre en Suisse. Les scientifiques nous appellent vraiment à changer de paradigme. Ils disent que nous sommes la première génération qui sent les effets du changement climatique et la dernière qui peut agir. Donc c'est pour nous crucial de ne pas développer les routes. Mentre sulle autostrade, come adesso in California, non allargano più le strade, tu paghi la terza corsia. Perché alla fine è così il pacchetto. Diversamente dalle sedute plenarie nelle Camere, nelle commissioni non vi è una traduzione simultanea. Si parla tedesco o francese e bisognerebbe padroneggiare entrambe le lingue per partecipare attivamente ai lavori delle commissioni. Änderungsanträge macht man in der Detailberatung. Man kann beispielsweise an einem Gesetz sagen, ich will diesen und diesen Artikel abändern. Oder wenn es beispielsweise um einen Bundesbeschluss geht, wo man einen Zahlungsrahmen definiert, könnte man den Antrag stellen, etwas mehr Geld oder etwas weniger Geld auszugeben oder bestimmte Projekte nicht zu machen. Das sind dann eben Änderungsanträge an der ursprünglichen Vorlage des Bundesrates. Weil die Sitzungen eben vertraulich sind, schreiben wir bereits während den Kommissionssitzungen an einer Medienmitteilung, die dann kurz nach Ende der Sitzung in drei Sprachen veröffentlicht wird.
Das ist mal dann die erste Mitteilung aus einer Sitzung. Und danach werden auch die Beschlüsse zu den verschiedenen Geschäften öffentlich gemacht. Also entweder die Fahnen oder die Kommissionsberichte, die an den Rat gehen. Und dann auch die Ratsdebatten selber sind ja dann später für die Öffentlichkeit zugänglich. Die sogenannte Fahne ist ein wichtiges Arbeitsinstrument für die Debatte im Rat. Auf ihr werden in chronologischer Reihenfolge die verschiedenen Anträge und Beschlüsse dargestellt. Es beginnt in der ersten Spalte mit dem Entwurf des Bundesrates und daneben verfassen wir dann die Anträge der Kommission, die dann so an den Rat gehen und später wird daraus dann der Beschluss des Erstrates. Nelle commissioni si svolge una parte consistente del lavoro politico. Le proposte elaborate in commissione vengono poi discusse nel plenum della Camera e sottoposte a votazione. Un processo che richiede tempo. Ma in questo modo vengono analizzate le sfide per il nostro Paese e sentite tutte le opinioni affinché una decisione presa democraticamente contribuisca alla fine a plasmare il futuro della Svizzera.